darf ich einen vorstellen, meine Damen und Herren, der vor, ich glaube, wenigen Wochen, gell, war er hier bei uns. Zuerst einmal Servus. Servus, Daniel. Der liebe Herr Patrick Marker von der Steirermusi. Jetzt werden Sie sagen, die Steirermusi, ja, da kann ich mich noch erinnern. Die Musi, da ist der Hut, da gehört alles dazu. Patrick, wir sind heute wieder hier zusammengekommen. Zweierlei Gründe, oder, hat das Ganze. Einerseits wollen wir ganz kurz sprechen über die vorigen Wochen mit der Steirermusi. Genau. Da war ja einiges los, seitdem sie diese neue CD rausgebracht habt. Und andererseits widmen wir uns dann einer ganz besonderen Firma. Beginnen wir zuerst aber bei der Musik. Die Steirermusi ist eine Musik, die eben den Kernbummklang im Herzen trägt und auch hier verkörpert. Ihr spielt wirklich von den originellen Stücken der Kernbumm bis zu selbst komponierten Stücken im Kernbumm-Sound alles. Genau. Und vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen hat es eine offizielle CD-Präsentation gegeben. Wo hat die stattgefunden? Also wir haben am 19. März 2017 unsere CD präsentiert im Volkshaus in Köflach, Bezirk Pfalzberg. Ja. Und wir waren eigentlich selber überrascht, dass fast ausverkauft war. Ja, super. Also es war das voll, es hat die Leute taugt. Super. Und sie haben zwar gesagt, es war ein bisschen kurz, aber... Was war kurz? Die CD-Präsentation? Die komplette Präsentation. Ja, oft. Aber das heißt wieder was, dass sie wieder das nächste Mal vielleicht kommen, wenn wir was machen. Das lernt man als Musiker, dass man wirklich nicht Zugabe um Zugabe spielen soll, sondern eigentlich sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau, und so wie wir voriges Mal geredet haben, Hinstellen, ausspielen, ist unser Motto und das wollen wir auch beibehalten. War das dann die erste richtig große CD-Präsentation? Nein, das war schon die zweite. Die zweite. Von der Steirermusi, aber die erste mit mir und mit Clemens. Die erste mit dir und mit dem Clemens, die zwei jüngsten Mitglieder. Genau. Ihr habt, glaube ich, sogar Gastgruppen dabei gehabt. Wir haben Gastgruppen dabei gehabt, das Schneidewe-Trio, was auch sicher volksfest sehr bekannt ist. Ja, sehr bekannt, sehr beliebt. Und die Gruppe Silberklang. Oh, okay. Mit Jöpstl Martin und seinen Kollegen. Und natürlich die Fuchsbadl Banda. Der Clemens auch aus Deutsch-Weißtritz, wo der Clemens auch dabei ist. Sehr gutes Programm. Es war bunt gemischt, von Oberkrainer bis zu der altsteirischen Musi und natürlich Schneidewetterie. Und natürlich eben nochmals der Schneidewitt. Und Kernbummklang natürlich auch. Natürlich Eich darf man auch hervorheben. Die CD verbreitet sich ja gut, passt gut. Natürlich. Wir dürfen immer wieder, oder ich darf immer wieder einige verlosen. Jede Volksbox heißt fast eine CD der Steirermusi. Das ist super. Wie heißt das Album nochmals? Das Album heißt Aber nur mit dir. Aber nur mit dir. Ich wusste mit dir irgendwas genau. Und wie ich gerade sehe, im Hintergrund da, unsere Ranzen, was wir da neu gekriegt haben. Ja, ja. Das hat ja mit der Firma schon was zu tun, wo ich dabei bin. Ranzen, du musst das erklären. Wenn sogar ein Steirer das jetzt schon schwer erklären könnte, was ist ein Ranzen für unsere Zuseher in Deutschland, in der Schweiz? Ranzen ist ein Bauchgurt, wo damals statt der Geldtasche das Gold versteckt worden ist. Wirklich? Da waren die Ranzen in eine Tasche, wo man das Gold reingegeben hat, beziehungsweise was auch ein Markenzeichen für einige Musikgruppen aus dem Zillertal. Ja, die haben ja alle eine Ranzen. Vor. Die mit Federkittelstickung haben die alle. Und bei uns steht dort wirklich Steirermusi drinnen. Und wir haben das natürlich für die Kernbummer ein bisschen übernommen. Die Steirermusi drauf und drinnen und überall. Die Steirermusi dabei. Ja, und dieser Ranzen, jetzt, das ist was ganz Exklusives, das uns dann das schon zu deinem Betrieb jetzt dann bringt. Genau. Lass uns noch zwei Sachen klären über die Steirermusi. Ihr werdet natürlich einige Male wieder live zu hören sein in diesem Jahr. Wie informiert man sich da am besten als Zuseher, wenn man sagt, Steirermusi, Kernbummklang, das haben wir gern, das möchten wir hören? Ja, ich sage mal, am besten ist, man schaut einfach ins Internet rein, entweder auf Facebook, findet man uns auch, oder auf unserer Homepage steirer-musi.at. Einfach mal reinschauen und da gibt es auch alle Informationen zu den kommenden Veranstaltungen und zu uns Musikern natürlich auch. Sehr gut. Und die allerletzte Frage zu diesem Thema, wenn wir von der CD schon so vieles gehört und jetzt darüber so vieles gesprochen haben, die gibt es noch zu kaufen, zu erwerben, überall, ist noch nicht ausverkauft. Ist noch nicht ausverkauft und wird auch nächste Zeit nicht ausverkauft sein. Sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, hören wir uns jetzt tolle Musik an, meine Damen und Herren. Das ganz Besondere an dieser Sendung. Es ist einerseits hier bei uns im Studio spannend und wir dürfen Ihnen an diesem Nachmittag ein Fanpaket im Wert von über 100 Euro gemeinsam verlosen. Und das Besondere ist, jeder, der da heute mit dabei ist, kann anrufen. Wir nehmen das in der Regie auf. Also Sie werden angenommen und kommen dann hier rein als Kandidat in diese Kiste. Der Patrick ist dann unser Glücksengel, beziehungsweise vielleicht findet man noch ein besseres Glücksengel. Das lassen wir mal Überraschung pur sein. Und der Gewinner, der gewinnt dann eben dieses große Fanpaket, das wir Ihnen dann am Ende dieser Sendung präsentieren dürfen. Die liebe Regie ist bereit mit toller Musik und gleich sehen wir uns wieder. Und dann geht es um das große Thema Eventservice. Also bitte dranbleiben. We'll be right back.
wunderbare Musik gibt es heute wieder bei uns zu hören und auch ja einen wunderbaren Studiogast. Bald werden es zwei sein. Der Patrick von der Steirermusi aus der Steiermark ist heute zu Gast bei uns und wir haben das musikalisch jetzt schon ein bisschen besprochen. Hauptgrund ist aber ein anderer. Lieber Patrick, wir kommen jetzt gleich einmal zum Thema. Wir sind heute hier bei uns im Studio zusammengekommen, weil wir unseren Zusehern ein ganz besonderes Projekt präsentieren möchten. Ein ganz frisches noch, ein frisches Baby. Seit dem 1. Februar 2017 gibt es, beheimatet in Graz, eine Firma namens Event Service, wo du eben auch dann, wenn du nicht auf der Bühne bist, tätig bist, angestellt bist und du bist dann der Zuständige für das Thema Grafik etc. etc. Also für Grafik und Musikgruppen bin ich. Okay, alles klar. Der, was der Ansprechpartner für die Firma ist. Ich will jetzt nicht einmal alles noch verraten, wir haben nämlich die Chefin höchstpersönlich hier bei uns, aber erklär uns trotzdem Event Service. Wir planen ihre Veranstaltung, das sagt eigentlich schon vieles, aber das Besondere ist jetzt wirklich, diese Planung geht ja von der ersten Promotion, also von der ersten Werbeaussendung bis zum Event dann hin bei euch. Ich sage mal, die Leute kommen zu uns hin, haben keine Vorstellung, was sie machen wollen. Und sobald sie bei uns ausgehen, wissen sie ganz genau. Okay. So wie es das klingt schon mal gut, pass auf. Die kommen hin und haben keine Ahnung, was sie machen wollen. Wer kommt da hin, der irgendwie ein Festel veranstalten will? Oder der was einfach. Jeder, der was kleine angefangen von der kleinen Geburtstagsfeier bis hin zur großen Messe, Veranstaltung, was halt alles braucht wird, wird von uns gemacht. Das heißt, euer Ziel ist es im Endeffekt dann zu sagen, wir nehmen das in die Hand. Also wenn einer noch keine Routine in solchen Sachen hat, was immer wieder vorkommt, bevor er jetzt da irgendwelche schwerwiegenden Fehler macht bei der Planung, sagt ihr, wir nehmen dir das ab, wir machen das bis zum Fest dorthin. Der kann aber trotzdem also mitsprechen, sozusagen. Sicher. Okay. Sicher. Also der kann mit uns einen Termin vereinbaren und dann kommt er natürlich zu uns, kriegt einen guten Kaffee. Okay. Und nachher natürlich wird alles weitere ausgesprochen, wie es halt wirklich ausschaut. Du hast vorher angesprochen, du bist für die Grafik und für die Musikgruppen zuständig. Genau. Heißt, der kann auch sagen, das Ganze, was die Unterhaltung betrifft, das Musikalische betrifft, das gebe ich an dich ab, du kennst das aus. Das machst du dann auch als du. Ich mit den Musikgruppen in Kontakt treten, alles. Ich telefoniere mit Management, mit den Gruppen natürlich selber auch und mache mit seiner Preismäßigung und das Ganze alles aus. Also alles, was mit Musikgruppen zu tun hat, mache ich. Du hast eins angesprochen, das hat mir sehr gut gefallen. Von der kleinen Geburtstagsfeier bis zum größten Event. Es hört sich immer so an, Event-Service, boah, das muss bombastisch sein mit 50.000 Zusehern. Gerade die kleinen Veranstaltungen, ich einmal, Vereine etc., die bräuchten ja sowas auch. Gell? Genau, und ich sage einmal, die auch Privatpersonen, was jetzt 1.010 Leute haben, natürlich für die haben wir es auch. Da gibt's also wenn die sagen, sie brauchen jetzt Essen zum Stollen oder solche Sachen oder Kirchen für Hochzeit und das herrichten, reservieren. Ja. Das machen wir natürlich alles. Alles klar. Wie weit reicht jetzt im Endeffekt euer Dienst österreichweit einmal? Oder ich sage mal, es geht auch über die Grenzen hinaus. Also alle, die was sagen, sie brauchen was, dort fahren wir natürlich hin. Okay. Alles, was auf der Welt ist, ist für uns machbar zum Hinfahren. Ja, das ist mal Versprechen. Da muss ich die Chefin fragen. Weil Österreich war halt ein bisschen, klein eingeschränkt. Klein eingeschränkt. Österreich kann schon groß sein, auch da, wenn man wirklich sehr, sehr viele Anfragen bekommt. Genau. Aber natürlich, wenn man 2017 die Firma gegründet hat, da rausgeht, man ist wahrscheinlich ready for go. Oder ready to go, besser gesagt. Wenn es nach mir gegangen, die gingen gar nicht heim schlafen. Ich kann gleich durcharbeiten. Ja, das ist eine gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung. Ja, also im Endeffekt dürfen wir es jetzt einmal so bezeichnen, dieses Event-Service, meine Damen und Herren, ermöglicht Ihnen alles, wenn Sie sagen, Sie brauchen da Hilfe. Sie haben vielleicht eine Idee, die noch nicht ausgereift ist. Genau. Auch das ist alles möglich, eben mit dieser tollen Idee. Event-Service beheimatet in Graz. In Graz, St. Peter. In Graz, St. Peter. Und da fährst du dann jeden Tag sozusagen von der wunderschönen Weststeiermark ins Graz, in den Mittelpunkt, Mittelpunkt Steiermark unseres Bundeslandes, um zu arbeiten, um deine Ideen zu verwirklichen. Genau. Ja, cool. Coole Idee. Jetzt dürfen wir aber dann gleich die Chefin kennenlernen. Ja. Was ich noch wissen wollte, und das ist ganz, ganz wichtig, jetzt haben wir so viel über diese Firma gesprochen. Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Gleich zum ersten Mal bitte vielleicht ich sage mal, von mit deiner uns Seite. Kann man telefonisch in Kontakt treten oder per Mail oder im Internet. Also und auf Facebook sind wir natürlich auch vertreten. Okay. Wo wir uns über Likes sehr freuen. Natürlich. Wenn vielleicht einer zuschaut und sagt, unbedingt. Das hat uns taugen. Liken Sie diese Seite. Liken wir die Seiten, dann kriegen wir Informationen. Unter Event Service findet man euch. Wenn man eingibt auf Facebook. Probieren wir jetzt gleich so. Ja, sind wir live. Wir können alles machen. Facebook.com
Ja, da bin ich schon drin. So weit bin ich schon. Eventservice.at. Okay. Da kommt man direkt zu uns. Oder stimmt, man gibt geht ins Internet ein unter eventservice-info.at. Da sind wir natürlich auch mit unserer Homepage. Und da findet man auch alle Details. Sehr schön. Kontakt, Telefonnummer und E-Mail. Da ist jemand bemüht. Das gefällt mir. Ja. Und meine Damen und Herren, ich will Ihnen jetzt auch diese Zeit geben, damit Sie einmal liken können oder sich einmal da ein bisschen durchklicken dürfen. Im Endeffekt sind wir jetzt so weit, dass wir endlich die Chefin dann höchstpersönlich vorstellen dürfen bei uns. Und das freut uns sehr. Meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, wir verlosen heute ein Fame-Paket im Wert von 100 Euro. Schon am Ende dieser Sendung. Das heißt, immer wenn Musik spielt, können Sie uns anrufen. Die erste Kandidatin hat schon angerufen, das ist die Anneliese. Die kommt dann gleich rein mit dem Zettel. Wir haben heute einen Glücksengel natürlich auch mitgebracht, der Patrick und ich. Und jetzt gibt's wieder Musik. Meine Damen und Herren, wir haben hier bei uns im Studio das Personal nicht ausgewechselt, sondern gewechselt, besser gesagt. Denn das Personal ist jetzt stark vertreten, wenn es um die Firma Eventservice geht. Zuvor, entschuldige mir ganz kurz, der liebe Kadel hat es als nächstes bei uns in die Box geschafft, wenn wir um diesen Fan-Paketpreis jetzt sprechen. Jetzt sprechen wir über das Thema Eventservice. Ich darf begrüßen die Chefin höchstpersönlich, die Denise Höhenwarter. Ja, liebe Denise, eine Dame, wo man wirklich sagen muss, die hat Ideen, die hat Pläne und jetzt beginnt sie diese umzusetzen. Wir haben von Patrick schon ein bisschen was erfahren. Seit Anfang dieses Jahres hast du diese Firma gegründet. Genau. War das so ein bisschen so eine spontane Idee oder war das schon immer dein Traum? Firma zu gründen, ja. Mhm. Aber hättest du sagen, gut, 2017? Nein. Also, in den nächsten 5-6 Jahren. Okay. Aber wie gesagt, 2016 war der Patrick mit seiner Musik schon mal draußen in Salzburg. Und da sind wir zum Reden gekommen und dann war eben, ja, eine Woche drauf am Angriff und gesagt, ja, passt, machen wir. Ja, spontan muss man sein in diesem Geschäft. Was wir gleich klären dürfen, im Endeffekt bist du ja schon weit gereist in deinem Leben, was Österreich betrifft. Du bist geboren in Salzburg, zu Hause gewesen, groß geworden, genau, und jetzt in Graz tätig. Wo ist es am schönsten? Überall. Aufpassen, du hast zwei Steine im Studio. Ja, fang schon an, Gott. Patrick. Überall. Es ist, Entschuldigung, meine Damen und Herren, sollten Sie uns in Kärnten zusehen? Wir wissen, schön, dass es Sie auch zu Hause gibt. Natürlich. Ein bisschen Gaudi gehört bei uns immer dazu. Auf alle Fälle. Warum dann trotzdem in Graz? Weil es eben ein Mittelpunkt ist, weil man leicht nach Wien kommt, leicht nach Kärnten kommt, leicht nach Salzburg kommt. Nein, der Patrick hat eben gesagt, in Graz selber gibt es es noch nicht so. Da haben wir gesagt, gut, gehen wir auf Graz, ist total egal. Okay, alles klar. Die Firma Eventservice bietet eben jetzt für jeden eine tolle Möglichkeit, wenn er zu dir kommt, wenn er zum Patrick kommt, ihr nehmt das in die Hand. Für was bist du dann verantwortlich? Natürlich als Chefin für alles, aber hauptspezialisiert bist du dann für? Für die Veranstaltungen. Für die Veranstaltungen? Für die Planung selber, okay. Das heißt, du hast das Konzept komplett vor dir liegen. Der Patrick bringt dann die Musik dazu und so weiter. Genau. Aber die gesamte Veranstaltung obliegt an dir? Überlegt ganz allein mir. Wahnsinn. Du hast ja da sogar Ausbildungen gemacht, oder? Genau. Meine letzte Prüfung muss ich jetzt des Jahres noch ablegen. Ja. Die allerletzte für die offizielle Chefin. Ja. Und dann bin ich fertig. Dann darf ich alles machen, was ich will. Dann darfst du alles machen, was du willst. Das ist mal ein Versprechen. Aber es gibt da eine Ausbildung komplett für Eventmanager. Für Eventmanager. Wo macht man das? Beim Wifi. Beim Wifi, okay. Und das hast du in Salzburg gemacht? In Salzburg, ja. In Salzburg gemacht. Sehr gut abgeschlossen bis jetzt alles? Sehr gut. Sehr gut. Schauen wir mal, wie das schön ausschaut. Ha. Events, also es dreht sich heute alles um die Events. Welches Event managst du am liebsten? Ist das eine Geburtstag? Hochzeiten. Oh Jesus, jetzt wird's aber wirklich wahr. Nein, Hochzeiten. Warum weil Hochzeiten? Weil ich habe jetzt die Hochzeiten, die ich jetzt erinnern habe, da vorher mit der Braut selber Brautkleid aussuchen. Für die Brautjungfern, Blumenmädchen und alles zusammen. Das ist einfach, wo du sagen kannst, okay, so ein Moment, der berührt an, genauso. Aha. Wurscht, wie alt das man ist, ganz egal. Ja. Und ich muss ihm sagen, ja, mir taugt's. Ganz ehrlich, mir taugt's so. Ja, nein, ist ja schön. Also, wenn man so eine Hochzeit planen kann, vor allem wenn diese dann auch stattfindet und wunderschön ist, dann ist es dann für euch natürlich auch unvergesslich. Man hat dann aber schon eine gewisse Zeit mit diesen zwei Personen zu tun, oder? Eine Hochzeit plant man nicht. Eine Woche vorher, oder? Da ist man ja fast. Ich kriege meine Hochzeit normal ein Jahr vorher ins Geschäft. Ein Jahr vorher ins Geschäft einer. Wahnsinn. Meine nächste Hochzeit, die liegt in Tirol. Okay. Mit da fahre ich jetzt nächste Woche mit der Brautkleid aus. Wahnsinn. Nach Tirol? Nach Tirol. Ja, das ist relativ. Ich weiß nur, wenn Patrick mitnimmt und hinter, das entscheide ich spontan. Ja. Oder ob er wieder auf der Bühne ist oder nicht. Aber. Achso, ja. Der Patrick ist also kein Spezialist fürs Heiraten. Nein. Lass mir das so stehen.
Heidungen. Ah, Heidungen. Siehst du, jetzt bringt er mir. Was hat er gerade gesagt? Scheidungen spielt dann er. Ja, das schneiden wir dann raus. Die machen wir dann gratis. Pass auf. Hochzeiten sind wunderbar. Da dürfen wir natürlich jetzt an dieser Stelle sagen, meine Damen und Herren, es heiraten immer mehr Personen. Also hat mir immer gesagt, heiraten ist nicht mehr so. Es Hochzeiten. Und die sind wirklich gefragt, gell? Zurzeit ist. Also ich habe jetzt mal mitbekommen, wirklich? Teilweise muss man sich schon streiten um einen Termin, zum Beispiel in der Kirche und beim Standesamt. Ich habe das Problem gehabt mit meiner Hochzeit, ja. Es sind zwei Termine schon gefallen für den Tag. Mhm. Einen am Vormittag, einen am Nachmittag. Dann habe ich gesagt, gut, wisst ihr was, wir verlegen es mal Wochen. Geht ja, nicht es anders. Ist ja nicht. Es geht nicht anders. Ja, und für das gibt es genau diese Firma, für solche Probleme. Hat es für dich jetzt schon einmal so einen Tag gegeben, wo du gesagt hast, es ist doch sehr hart, sowas zu machen, sehr stressig. Waren wir da schon mal kurz überfordert? Überfordert darf ich jetzt nicht sagen, aber es gibt genauso, wo du sagst, okay, es geht nicht mehr. Mhm. Das heißt, in der kurzen Zeit, wo du sagst, okay, du stehst wirklich an einem Punkt, wo du sagst, okay, da und jetzt, da ist der Weg, da ist der Weg und du kommst nicht mehr weiter. Ja. Es das ist gibt's. Sicher schwierig, oder? Am Beginn, denn man will jeden zufrieden machen, man will jeden Auftrag annehmen, aber genau so ist. Quantität vor Qualität, beziehungsweise umgekehrt, das ist, ja, es ist nicht leicht. Es ist. Und da bin ich froh, dass dann der Patrick sagt, geh den Weg, ist gescheiter, weil du kannst dann immer abwandeln, wenn es ist. So muss ich ganz ehrlich sagen, wir unterstützen uns beide gegenseitig. Sehr erst kommt dann wieder daher und sagt, gut, Grafik mache ich, schau her mal, kannst du mir da helfen, umgekehrt machen wir es gleich her wieder. Aber ich glaube, da ist es auch wichtig, oder, bei so einem Event-Service, dass dann die Firma nicht so groß ist, oder? Wenn 10 Leute sind, sind es 10 Meinungen. Wenn 5 Leute sind, sind es nur 5. Klein. Ja, glaube ich. Zwar nicht mehr als 3 Leute in der Firma, irgendwann einmal einen dritten dazu. Man muss ja doch aber dann wirklich denken, wir bleiben der andere. Es muss ja im Endeffekt doch eins sein dann. Das sehr auf schön. Alle Fälle. Also, die Firma Event-Service, meine Damen und Herren, Plan für Sie. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, was alles noch? Hilf mir schnell. Taufen. Firmungen. Zeltfeste. Oktoberfest. Urlaube auch. Von mir aus. Alles. Festessen und so weiter und so fort. Also alles, was Sie gerne geplant hätten, macht diese Dame, macht auch natürlich der Patrick für Sie. Die Firma Event Service findet man im Internet, haben wir gesagt, auf Facebook. Und am besten kann man natürlich auch einen Termin mit euch vereinbaren. Oder? In Graz. Dann können Sie diese zwei Herrschaften persönlich kennenlernen. Wir sprechen gleich weiter. Ich sage auch danke an dich, dass du da mitgekommen bist. Und jetzt hören wir, meine Damen und Herren, Musik. Wo Sie schon wieder die Chance haben anzurufen, es geht um dieses Fanpaket im Wert von 100 Euro. Das ist jetzt nicht da drin, da kommen dann die Zettel hin. Ich zeige immer noch hin, weißt du, deswegen bist du dann das Glücksengel. Und welche Musik hören wir jetzt, haben wir gesagt? Die Stockhirtler. Denn die Dame kennt die Stockhirtler, sie mag die Stockhirtler. Und ich glaube, dein Papa ist ein großer Volks-TV-Fan, oder? Ja, das den grüßen wir jetzt an dieser Stelle. Herzlichst gegrüßt, wie heißt er? Oswald. Der Oswald. Lieber Oswald, jetzt gibt's Musik nur für dich. Bitteschön. Nichts passiert, war doch nur ein Spaß, meine Damen und Herren. So, Event-Service, da geht's rund, da wird geplant, da wird ausgeführt und das dürfen wir heute Ihnen präsentieren, meine Damen und Herren. Gleich kommt's zur Verlosung. Ich sage jetzt schon mal danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Es ist sicherlich eine stressige Zeit, wenn alles am Anfang ist und ein bisschen was kommt und das kommt auch, Gott sei Dank. Ja, aber, naja, der Tag hat 24 Stunden. Wie viele Stunden bräuchte er im Team Event-Service? 48 mindestens. Aber ich habe schon gesehen, ihr habt ja auch dann zwischendurch, wenn es auch eine Pause gönnt, so ein wunderbares Hobby, oder? Vor allem du, zwei kleine Hunde. Auf alle Fälle. Ja, da lacht sie wieder, die Dame. Das ist das Wichtigste. Mein Hobby, auf alle Fälle. Da muss man auch abschalten. Da gibt es dann auch andere wichtige Sachen. Der Unternehmenssitz ist in Graz St. Peter, das haben wir geklärt. Die Homepage haben wir auch schon erfahren. Dass du am liebsten Hochzeiten planst, soll jetzt aber nicht heißen, dass die anderen sagen, man kann euch heute eine Geburtstagsfeier gehabt. Trotzdem melden. Trotzdem. Es ist alles, vielleicht gibt es dann eine Hochzeit, eine spontane. Hat es schon irgendwie so lustige Geschichten gegeben? Spontan? Ja. Erzähl. Was, eine oder Geburtstagsfeier. Für dich? Eine Geburtstagsfeier. Zwei Wochen vorher kämen. Ich habe nächste Woche einen 50er. Und mit 200 Leuten. Kein Problem gewesen. Kein Problem. Seid ihr da eigentlich auch dann für das Catering, für das Essen verantwortlich? Ja. Auch, das haben wir, das ist ganz, ganz wichtig, oder? Was wäre eine Feier, was wäre eine Hochzeit ohne Essen und Trinken? Auch für das. Seid mir verantwortlich. Hofftet ihr dann, wollte ich jetzt sagen, aber ihr macht das einfach. Wir machen das, alles zusammen. Sehr gut. Kochen tut es aber selber nicht? Nein. Okay. Wir haben da eigene Firmen. Wollte ich gerade sagen, da hat man sicher ich mit der Zeit. Ich habe viele Catering-Firmen aus der Steiermark, aus Salzburg, zwei aus Wien, aber. Wahnsinn. Die was sagen, okay. Wir machen das, um denen den Preis mittlerweile auch bei gewissen schon reduziert, dass sie sagen, okay, ihr kommt immer zu uns. Okay, alles klar.
Und da passt man sich dann wahrscheinlich an den Wünschen an, oder? Auf alle Fälle. Vor allem, wenn es in der Steiermark irgendwas ist, wenn man sagt, man will typisch steirisches sagen, dann wird man wahrscheinlich auch einen steirischen Betrieb nehmen. Läuft das so oder nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Also schon. Ja, wunderbar. Der Patrick ist der Mann für die Grafik, den lernen wir dann oder sehen wir dann einmal kennenlernen, tun wir nicht sehen, wir jetzt kennen den wollen wir nicht kennenlernen. Ja, der Job, das ist gut. Der Patrick ist ein ganz, ganz toller Mann. Ihr versteht es euch, gell? Auf alle Fälle. Der ist verantwortlich für die Grafik, du für das Gesamtkonzept, was die Firma Event Service betrifft. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendetwas, was ganz Wichtiges, was euch ausmacht, vergessen, unseren Zusehern zu vermitteln? Wir sind bei den Preisleistungen flexibel, sehr flexibel. Okay. Und was bei uns jetzt auch noch gibt, durch das, dass wir jung sind, haben wir gesagt, die erste Veranstaltung, die was der Kunde bei uns macht, gibt es 20% Rabatt drauf. Okay. Also wenn jetzt eine Hochzeit kommt, der sogar der Hochzeit vor 20.000, Rahmenbudget kriegt auch für die 20.000 von uns automatisch 20%. Das ist auch allerhand. Ja. Ist bei der ersten Veranstaltung gilt nur das Jahr 2017 und dann ist... Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss mit lustig. Dann ist 20% noch mehr. Nein. Ihr bleibt schon menschlich, das muss man auch sein. Heutzutage wird doch natürlich auch auf das Budget geschaut. Und da schließt sich dann der Kreis von der kleinsten Geburtstagsfeier bis vielleicht zur Hochzeit auf den Malediven. Würde das auch in Frage kommen? So. Hochzeit auf den Malediven? Kein Problem für uns. Kein Problem. Auch der Patrick, wenn er einen Auftritt hat, wie schaut das da aus? Nein, dann ist der Patrick mein Auftritt und ich vor. Okay. Ich bin verliebt. Okay, und der Patrick soll dann zu Hause bleiben? Der darf dann daheim bleiben, ist mir dann wurscht, was der tut. Sehr gut. Naja, ich sag jetzt gar nichts mehr dazu. Du bist die Chefin, oder? Meine Damen und Herren, Chefin. So, Patrick hat nichts mehr zu sagen, ist auch nicht schlecht. Die Firma Event Service bedankt sich jetzt schon einmal, wenn Sie sich melden sollten, meine Damen und Herren. Dann machen Sie das bitte gleich. Das Jahr ist nicht mehr allzu lang und wir haben es mitbekommen. Es muss geplant werden, sag mal, eine Hochzeit ein Jahr vorher. Und das geht das nicht. Hochzeit ein Jahr auch. Kann man schon in einem Monat auch planen, eine Hochzeit? Schwer, aber es ist machbar. Es ist machbar. Es ist machbar, aber es ist schwer. Sollten Sie heute spontan draufkommen, dass Sie morgen heiraten wollen, dann bitte heute noch anrufen. Nummer 0676 968 5920. Hochzeitsmusi spontan wird es auch noch geben. Steirermusi hat sicher Zeit morgen. Ja, natürlich. Meine Damen und Herren, apropos Musi, es gibt jetzt noch einen Musiktitel und dann gibt es die große Verlosung. Das heißt für Sie die letzte Chance mitzuspielen um unser Fanpaket im Wert von über 100 Euro. Der Karl hat es geschafft. Müssen wir mal reinschauen. Es hat der Dietmar geschafft, der Norbert hat es geschafft und eine Dame noch. Einen holen wir noch rein, oder? Sicher. Auf alle Fälle. So sind wir nicht so. Einen holen wir noch rein. Es gibt nochmals Musik. Gleich sind wir zurück. Das ist er, meine Damen und Herren. Der Mann, der Musik macht, dabei dann die Chefin auf die Malediven fliegt und alles plant. Ja, soll sie sein? Ja, ich meine, wenn ich keine Zeit habe, was soll ich machen? Ich verpasse zwar dort unten was, aber... Naja, soll so sein, soll so sein. Steirer Musi haben wir heute ein bisschen angesprochen, läuft sehr gut. Ja. Jetzt bist du mit der Firma Event Service auch noch mittendrin statt nur dabei. Stimmt, ja. Patrick, die wird sicher nicht langweilig in nächster Zeit. Würde ich gar nicht sagen. Also langweilig wird es mir nie. Langweilig wird es nie. Ansonsten gibt es da bei dir zu Hause so ein Kellerabteil, oder? Und sofort wieder. Ich brauche gar kein Kellerabteil. Da geht man den Balkon aus und die Nachbarn freuen sich, wenn es mit zuhört. Die freuen sich? Ja, sicher. Wirklich wahr? Die fragen mich immer, wann ich wohl wieder im Radio spiele. Im Radio? Ja, mit der Gruppe halt. Ich dachte, am Balkon. Ja, ja. Aber im Radio, wenn ich nicht gerade am Balkon spiele. Also, mein Gott, der Herr ist beliebt, das ist unglaublich. Also, ja, ich staune. Ja, Patrick, Spaß beiseite. Ich sage Dankeschön, dass heute vorbeikommen seid. Der Gaudi gehört bei Steirern sowieso immer dazu. Vor allem, wenn Sie zwei Musikanten treffen. Ja, natürlich. Ja, ist das besser, sowieso. Ist besser, wie wenn Sie zwei Jäger treffen. Naja. Ja, lass mal so dahingestellt. Das stimmt, ja. Meine Damen und Herren, was bleibt uns noch zu sagen? Besuchen Sie unbedingt mal die Homepage von Event Service. Event Service, wie geht die Homepage? Eventservice-info.at. Die gibt es in ein paar Tagen komplett neu. Sie ist jetzt online, aber sie wird... diese Woche oder Anfang nächste Woche komplett überarbeitet. Aktualisiert sein. Wunderbar. Ja. Lieber Patrick, dann bleibt uns Nummer eins, Sie einzuladen. 19.45 Uhr, also in ein paar Stunden, gibt es unsere Volksbox. Der Patrick schaut das oft zu Hause. Ja, fast immer, wenn ich Zeit habe. Fast immer. Wenn ich nicht gerade am Spülen bin. Ja, dann schaut er immer die Volksbox. Und ja, in diesem Sinne, Patrick, lassen wir uns gleich wieder ein bisschen Musik anhören. Also den Zuschauern lassen wir die Musik anhören. Wir gehen vielleicht auf ein kleines Bier. Zeit haben. Das braucht ja keiner wissen. Wenn wir dürfen. Ja, sollen alle wissen, macht ja nichts. Da haben wir uns auch verdient. Was wollten wir jetzt machen? Natürlich, das Fanpaket verlosen im Wert von 100 Euro. Weißt du, was da alles drin ist? So, 50 Euro. 50 Euro. Was? Was ist denn alles drin? 50 Euro wert, okay. Meine Damen und Herren, gibt es für Sie. Es gibt für den Gewinner drei Freikarten.
für die große Oberkrainer Gala kommenden Freitag in Hitzendorf. Die Lungauer, Christian Strammer und seine Top 4 und viele, viele mehr sind da dabei. Ich glaube, Daniel Düsenflitz ist auch dabei. Nein, am Samstag erst. Am Samstag beim Steirerfest. Okay, die Oberkrainer Gala ist am Freitag. Genau so ist es. Veranstaltet von Rudolf Mali, von der Oberkrainer Legende in der Steiermark schlechthin. 3 Eintrittskarten plus 40 Euro VolksTV Fanshop-Gutschein. Da kann man vielleicht sogar noch sagen, Steirer-Musi-CD hätte man gern. Sie können die VolksTV-CD 1, VolksTV-CD 2, T-Shirts, Kappen, alles bestellen. Also 3 Eintrittskarten und eben der Rest, der Gutschein. Habe ich es falsch gesagt? Nein, passt schon, oder? Kommen wir auf den Wert. 100 Euro müssen es sein. Kommen wir auf den Wert, ja. 100 Euro, ja, passt. Karten, passt. 3 Karten, VolksTV Fanshop, Gutschein und jetzt bist du dran. Greif da rein, meine Damen und Herren, wir haben da die Namen drin. Bin gespannt, wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Der Karl hat gewonnen. Der Karl hat gewonnen. Kennst du den Karl? Nein, leider noch nicht. Noch nicht. Also, lieber Karl. Vielleicht lernt man sie erkennen. Schauen Sie her, damit man das auch sehen kann. Da steht da der Name oben. Der Karl hat gewonnen und er wird von unserem Team zurückgerufen. Vielleicht hat er Zeit am Freitag bzw. über den VolksTV-Gutschein. Da freut sich immer ein jeder. Ich freue mich, dass ich euch alles Gute wünschen darf. Event-Service, ich werde von euch hoffentlich viele hören. Ja, wir hoffen, dass wir die mal sehen in unserem Büro. Ja, da uns mal sicher freuen. Nicht nur im Büro, vielleicht oder so der mal. Ein oder andere Hochzeit. Genau. Aber da bist du schon wieder unterwegs gespielt. So, vielleicht. Dankeschön. Dann triff ich eben die Denise. Denise, die sitzt da drüben. Wir sagen Dankeschön an dich. Alles Gute. Die große Chefin wird das Ruder schon in die richtige Hand nehmen und dann sagen, Patrick, tun wir. Also, meine Damen und Herren, heute haben wir Ihnen einen tollen Betrieb vorgestellt. Ich finde ja, die jungen Betriebe, die gern gefördert, gleich wie die Musikanten, die jungen, die gern auch gefördert. Denn die Stars, die sind ja schon Stars. Meine Damen und Herren, 19.45 Uhr, bis später, Dankeschön, alles Liebe. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.